los. Stirb nicht. Oh Mann, was ich jetzt gerade für eine Headshot-Runde habe. Bitte renn nicht so weit von der Bombe weg, blau. Oder was für eine Farbe der auch immer ist. Dann sei einfach hier irgendwo. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Matchmaking hier beim Dummbabbler auf dem Kanal. Wir spielen auf Mirage, Hello Team. Ja, sie sprechen. Oh shit, what? Haben wir doch ein kleines Kind am Stissel oder was? Bitte nicht. Ich hoffe, es ist einfach ein extrem hochsprechender 80-Jähriger oder ein Mädchen. Aber kein Kind, bitte kein Kind. Ein 80-jähriges Mädchen, oh shit. Achso, slowly be, okay. Oh no, what is Orange doing? Oh, Orange, what are you doing? Okay, gut. Orange hört sich richtig gut an. Er hört sich richtig sexy an. Ich weiß, der ist sexy. Oh mein Gott! Ich attackiere ihn. Nein, nein, oh, da kriegt ich viel geklaut, dass der Schweinerei ist. Okay, Jungs. Okay, das Kind ist scheinbar sehr, klug. Das ist gut. Ja, ihr wisst ja, ich habe überhaupt nichts gegen Kinder oder generell andere Mitspieler, sofern sie sich gut verhalten. Und versteht mich da nicht falsch, man muss sich ultra gut spielen oder die krassen Tipps unter Stissel haben. Aber ihr wisst es, wenn man ein abgefuckter Dödel ist, dann ist das Alter, die Herkunft, die Religion, die Hautfarbe, alles egal. Dann ist man einfach ein Spaß. Wenn man Spaß ist, ist man einfach ein Spaß. Das ist eine einfache Regel, ich weiß, das ist eine einfache Regel, ja. Die kann man auf die gesamte Welt anwenden. Sobald jemand nervt, dann ist es jemand, der nervt. Das ist unglaublich einfach. Alter, wie wir hier gerade reinrocken. Was geht denn ab? Guck mal, wir können einfach jetzt Connector durchlaufen. Ich smocke hier hinten mal zu. Geh da hoch. Man weiß ja nie. Hallo? Wie ist es? Keiner da. Mhm. Okay, okay. Gut. Dieser junge Mensch gibt sehr gute Infos. Und es passt aber. Denkt dran. Man erfährt erst dann, ob jemand ein Drecksack ist oder nicht, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann ist es am einfachsten, auch gut gelaunt zu sein. Das weiß jeder. Aber sobald die Hose wackeln muss, ja, weil es nämlich richtig heiß zugeht, dann sieht man, wer der wahre Mofucker ist. Hm? Okay, die zwei versuchen in Richtung B zu gehen. Ich gehe einfach mit, anstatt jetzt hier runter zu gehen. Es sind ja zwei auf Mitte, also passt soweit. Ich hoffe, dass es hier ein Win wird, denn ich bin leider wie so oft kurz vorm Downrank. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Es ist so unglaublich. Ich verliere. Macht dann zwei Wins oder so, manchmal nur einen. Bin voller Freude und denke, okay, das wird wieder was. Und dann kriege ich wieder so hart die Loses reingedrückt. Und in letzter Zeit tatsächlich einfach, weil die Gegnerteams besser sind als mein Team. Ist es zu glauben? Und das meine ich jetzt wirklich im vollen Ernst. Die sind einfach skilltechnisch wirklich sehr gut. Die krassesten Smokes, Flash, Snakes und Mollys am Start haben, die es gibt. Ultra schnell verschieben, scheinbar die Kommunikation on point ist. Und dann eben auch noch die Aiming-Geschichte natürlich top ist. Tipptopp, auf jeden Fall. Nice. Okay, ich warte kurz. Oh, da wird einer mit P90 rushen. Zum Glück hat der Opt-Mensch den direkt genutzt. Tür mit. Nein! Nein! Oh mein Gott, er hat mich nicht zuerst gekillt. Oh mein Gott, schade, Mann. Die zwei auf Mitte wurden so schnell weggeklatscht und haben dann nichts gesagt, wohin die verschieben. Weil ich direkt dann auf Connector geguckt habe, obwohl dann niemand kam und hinter mir stand dann einer auf Spot und es kam noch jemand von CD. Das war natürlich ein bisschen, also auch weak von mir natürlich, ganz klar. Erst den Spot abdecken, bevor man in die Ferne schaut. Die Bombe hat er eigentlich in Sicherheit gelegt, also. Ich fahre oft Loses ein und leider kamen wieder einige Loses zusammen. Es hat mich gerade beim letzten Spiel extrem gewundert, weil Wally und ich beide mittelmäßig schlecht gespielt haben und einen Lose eingefahren haben, aber trotzdem noch kein Downrank bei mir war. Er muss jetzt wirklich kommen, wenn es ein Lose wird. Ich hoffe natürlich, dass es kein Lose wird, denn ihr wisst ja, im Moment spielen Wally und ich ziemlich viel mit Forti und Mark zusammen, beziehungsweise wir nehmen einiges auf oder haben einiges aufgenommen. Und das erste Spiel hat direkt Forti gedownrankt, unser erster Lose. Jetzt war mir echt peinlich, weil ich meine, hallo, das ist das Kitchen überdorf. Ultra Molly könnt ihr euch schon mal direkt merken, ja? Liegt der am Fenster? Ich glaube nicht. Egal, merkt euch den trotzdem, weil es ist wichtig, dass man sich den merkt. Ja, es war mir ein bisschen peinlich, weil ich dachte, oh Mann, Mensch, hey, es gibt doch nicht, dass wir jetzt einfach so verkacken und dann sogar Forti runterziehen. Mark ist, glaube ich, schon länger auf DMG. Er war aber auch schon LE und auch LEM, oder? Aber Forti ist leider live mit uns gedownrankt. Das war schon haarig. Aber er hat sich wieder hochgerankt. Forti, gut gemacht. Übers Wochenende. Einer Push Apartments, shit. Okay, der ist der right side. Ich hole ihn mir. Achtung. Er ist nicht da, okay. Left side. Nee, da kann man gar nicht stehen, ohne irgendwie... Still be. Die haben doch 100 Bohne in Eco oder sowas. Warum werden wir denn gerade so genudelt, Jungs? Ist das hier gerade real? Was sind die? Fuck, one jungle. Gott, was habe ich da gerade gemacht? Wir verlieren gerade gegen eine Eco. Nice. Ja, wir haben eben fast ein Eco verloren. Gibt's das? Ja, es ist halt einfach blöd, wenn man zusammen wirklich viel aufnehmen möchte. Oder, nein! Oder in Zukunft mal aufnehmen möchte und dann eben solche stark unterschiedlichen Ränge hat. Das... Ränge mit Ränge ding ding ding.
passt schon. Fuck. Deswegen ja, muss ich mich ordentlich anstrengen, dass ich da nicht so tief sitze jedes Mal. Ich meine, dieses Couple-Match, da war ich, glaube ich, in der Mitte so. Da ging es bei mir auch ganz gut. Aber in dem gemeinsamen Video auf Austria, leckt mich am Ärmel. Mark und Viper waren die einzigen, die da richtig gedrückt haben. Viper ist ein Mate von Mark. Ich glaube, es ist kein YouTuber. Deswegen, Viper, habe ich dich auch nicht in die in den Titel geschrieben. Ich meine, es war ja da so eine YouTuber-Kollaboration praktisch. Ich hoffe, das hast du mir nicht übel genommen. Aber Leute, Viper war mit am Start und hat übelst gerockt. Ich glaube, er war ähnlich gut wie Mark. Der gesamte Abend hat uns eh voll überrascht, dass es einfach so easy und fix ging mit der Aufnahme, weil... Okay, warte. Oh mein Gott, er steht neben mir und chillt! Shot is down. I think B is clear. Die legen auf A. Bitte verreckt jetzt nicht alle durch den Connector scheinbar. Ja, fuck. Ja, wir waren überrascht, weil wir haben gedacht, wir treffen uns erstmal so, um ein bisschen an uns zu schnubbern und uns kennenzulernen, dann aufzunehmen. Und Marco und Forti direkt, ja, wir haben laufen. Und so, läuft. Und da dachten wir uns, gut, nehmen wir direkt auf. Läuft bei uns ebenso. Und dann haben wir direkt 4 Spieler aufgenommen. Marc ist nach 2 Spielen gegangen, er ist ja jetzt gerade im Urlaub. Marc, schönen Urlaub, falls du das ja siehst. Und Forti wollte dann vor allem wegen dem Downrank noch viel länger machen oder viel mehr machen, damit wir eben wieder upranken, also er upranken. Er ist ja auf unseren Rank runtergekommen. Aber ja, ich konnte da leider nicht mehr. Nach den 4 Spielen war für mich dann erstmal ein Tuck. Ich habe meiner Freundin gesagt, ich bin so eine Stunde weg. Und dann waren es 3 oder so. Ja, naja, so ist es halt, ne? Ich wurde gesichtet. I think there's someone on B. Da will ich nicht alleine hingehen. Vor allem, wenn man schleicht. Da können so unglaublich viele Headshots reingehen. In mich. Ohne dass ich den Kerl sehe, das will ich nicht machen. Gut, ich gehe hinten rum. Nice. Hat er genutzt, den Kerl. Sehr schön. Plant doch bitte, Yellow. Jetzt kommt er angeschissen, ne? Jetzt. Wo ist er vielleicht hier schon Apartments? Mann, das ist ein bisschen kacke gewesen jetzt. Es wäre nicht so eklig gelaufen, hätte er direkt gelegt, weil dann hätte ich hoch in Apartments gehen können. Ihr wisst, ich gehe am liebsten Apartments, wenn wir auf B gelegt haben. Aber er musste erstmal rumgucken. Ist er echt AFK? Oh, er ist AFK! Oh, shit! Das ist krass, oder? Du bekommst schon hart gedrückt, dein Team wird eh schon ziemlich geraped und dann geht einfach einer AFK und lief dann vielleicht sogar noch. Das ist ein Abfuck. Und dann hast du den Nächsten, der sagt, let us surrender. Und du sagst, nee, komm, wir probieren das noch, wir können das noch machen. Und dann sagt er, no, I gotta do nothing anymore. I just stand here and pick my nose. Das ist so kacke, wenn das passiert. Dann weißt du einfach, du hast so oder so jetzt ein Loose drin, zu 100%. Und ja, was machst du dann? Also gerade eben als YouTuber, wo die Ranks... One is stairs, ey. One is on stairs. Ich hab einem noch einen... Wie hab ich denn hier jemanden der Ding gegeben? Ein Assist? Also wie hab ich den bekommen, meine ich? Hab ich jemanden angefrankt? Hä? Wir haben doch gerade angefangen und ich bin direkt im Palace gegangen, hab einen erschossen. Was? Da hab ich mir ein Sternchen ergattert. Dann braucht er auch Punkte, um wieder aufzusteigen, ne? Ganz klar. Wobei ich natürlich jetzt auf gar keinen Fall Uprank bekomme. Ich will einfach nur weg vom Downrank. Ich denke, DMG ist ein ganz guter Rank. Jetzt speziell als YouTuber oder für YouTuber, unter YouTuber, um eben auch mal gemeinsame Sachen zu machen. Die meisten YouTuber, die ich kenne, sind zwischen DMG und Supreme. Da ist es einfach nice, wenn du da zumindest... Ah, oh, fuck! Was? Es hat mich so erwischt, das Ding. One shot. One window. Window's down. One shot. One window now. 4 seconds. Bitte stirb nicht, stirb nicht. Oh mein Gott. Oh Mann, was ich jetzt gerade für eine Headshot-Runde habe. Bitte renn nicht so weit von der Bombe weg, blau. Oder was für eine Farbe der auch immer. Sei einfach hier irgendwo. Oh. 33. Nein! Er hat ihm 66 gegeben. Wenn ich mich nicht ganz verrechne, sind das 99 Damage, die er gefressen hat. Er hat noch 1 HP. Darf das jetzt gerade wahr sein? Alter! Scheiße, Mann! Das wäre der perfekte Klatsch gewesen. Wie schön ich die einfach alle mit dem Header weggedrückt habe. Und er pimmelt da hinten rum. Unglaublich. Was war das denn? Er rusht. Ich schieße an ihm vorbei. Und er guckt irgendwie so. Guckt irgendwo hin. Ah, du Drecksack! Alter, wie ich gerade... Wie ich sie gerade alle leg. Thank you, Purple. Thank you, Purple. Hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht, aber ich habe abgelehnt, weil es ist noch ein Kind. Hallo. Unser Kind ist wirklich nicht schlecht hier im Team. Es ist nicht schlecht. Skilltechnisch muss man auf jeden Fall auch erwähnen, dass Kinder meist ziemlich abgehen. Also jetzt, was heißt Kinder? Wir sagen jetzt mal Jugendliche und auch Jugendliche, weil sie eben viel Zeit haben. Ne? Natürlich hat so ein Kind einem Fulltime Arbeitenden einiges an Zeit voraus, um zu trainieren. Das kann manch anderer ja gar nicht machen. Also so viel Zeit bereitstellen, um eben zu trainieren. Wenn ich an meine jungen Jahre denke, ich habe so unglaublich viel gezockt. Ich habe da meine gesamte Zeit reingesteckt. Alles, was ich hatte. Und da ist man natürlich schweinig gut, wenn man die ganze Zeit spielt. Wenn das Einzige, was man macht, spielen ist, da muss man gut sein. Außer man ist echt schlecht.
Oh mein Gott, nein! Ich glaube, ich spiele an B. 12 HP left. Naja, aber trotzdem, ich bin ganz zufrieden. Ich denke, das wird ein easy win. Zumal sie eben auch schon einen Bot haben. Es wäre peinlich, wenn wir gegen sie jetzt verlieren würden. Klar, wenn man einen Ultra-Top-Fragger hat, dann ist es immer noch mal eine Chance, wenn zufällig der Letzte geht, der eh schlecht ist, um dann als Top-Fragger, sobald man tot ist, den Bot zu spielen und praktisch doppelt vorhanden zu sein. Zwar zeitverzögert, aber ihr wisst ja, wie das ist. Man freut sich manchmal voll, wenn man diesen Ultra-Top-Fragger des Gegnerteams ausgeschaltet hat und auf einmal ist er noch mal da. In Bot-Gestalt. Firebox one. Firebox down. Na, fuck, ist das. What the fuck? Sag doch was, Purple. Er steht Firebox und Purple faced ihn oder will ihn facen und er sagt nichts. Und was hat das eben für ein merkwürdiger Kill? Ich schieß voll ihn rein. Hör auf zu schießen gegen Deckung, dann fällt er um. Ist das die Tickrate vom Server? Jetzt kommen alle face it, Leute. Ja, deswegen musst du face it spielen. Du kannst Matchmaking vergessen, Alter. Die Tickrate, die Ranks. Das ist einfach rigged. Ich glaube, das ist so das Hauptwort 2017. Der Jugend. Rigged. This is so rigged, dude. Das ist nicht ganz koscher. Oh, fuck. Der ist rigged. Die Jugend liebt dieses Wort. Guck mal, ich bin sogar Zweiter. Vielleicht kann ich mich sogar auf den ersten Platz hochschlafen, wer weiß. I go away. Double double nade, oh nein. Orange. Okay. Dumbatz. Ich reg mich jetzt gar nicht drüber auf. Ich frag ständig, wie kann man nur blablabla. Aber irgendwann hat es keinen Sinn mehr, wenn er keine Double Nade machen möchte. Macht er halt eben keine. Mache ich halt eine einfache, was soll's. Aber pass auf. Wenn sie jetzt kommen und praktisch von der Double Nade verreckt wären. Alle fünf. Ja! Na, es ist nur einer. Ne, es sind zwei, es sind drei. Oh mein Gott, wir hätten easy den... Verschissener Vollidiot, wir hätten zwei Kills gemacht. Jetzt kann ich mich ja doch aufregen. Wie kann man keine Double Nade machen? Auf A. Man macht grundsätzlich als CT auf Mirage in der ersten Runde eine Double Nade da rein in T-Slope oder T-Stairs oder wie es auch immer heißt. Okay, scheinbar holen wir die Runde noch. Na, T-Slope. Das ist einfach kacke. Ich habe damit schon mindestens wirklich gezählt 10 erste Runden nicht holen können als Team, weil der zweite A-Spieler keine Double Nade schmeißt. Wenn ich mit Wallen zusammen aufnehme, dann gehen wir eigentlich immer zusammen auf diese Spots, um zusammen die Nade zu machen. Und dann ist es so oft, dass jemand nichts sagt und dann einfach auch auf A geht. Palace Steps. Bomb down Palace. Oh mein Gott, das war Lucky Header. Und dann kommt jemand einfach mit und... Oh, fuck, one is Tetris. Scheiße, ich hole die Kamera und stehe offen. Naja, dann kommt eben einfach jemand anderes mit. One und ich sind dann einfach die Klügeren, die nachgeben. Einer von uns geht dann auf den Spot, der eben dann frei ist. Und was passiert? Dieser Mensch, der mitgeht, hat keinen Nade dabei. So, 5 Assists. Mal gucken, ob ich hier 6 noch hinbekomme. Alter, ist einer durch? Ja, das ist der Bot. One is Palace. Was? Warum sagt der nicht, dass er on-spot ist? Der Mate wird gekillt, sagt nichts. Aber immerhin, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ist unser Team sonst nice. Sie schimpfen nicht rum, dass sie verloren haben oder wie auch immer. Sie reden etwas zu wenig für meinen Geschmack. Sie könnten gerne ein bisschen mehr reden, mal aus sich rauskommen. Selbst unser Kind ist schön ruhig, passt alles, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich weiß schon, wie der Titel heißen wird. Fröhliches Kind oder liebes Kind, nettes Kind, umgängliches Kind. Nein. Fuck! Oh, Connector. Scheiße, Mann, es hat keiner mehr Mitte geguckt. Da hätte ich vielleicht mich umgucken müssen. Yellow und ich rushen ein bisschen. Voll geil, Mann. Wir haben eine Negge. Wow, fuck, nein. Nice. Eine Pump ergattert. Oh, eine Slipstream. Sick, dude. Connector. Wow. Scheiße. Was für ein Pech. Jetzt wollte ich mit der Pump richtig schön reingehen in den Connector und die Leute umpumpen. Und was passiert? Nix. Ich frag sogar noch einen Mate an. Edel. Das hat schon wieder schön angesagt, das Kindelein. Was sagt das jetzt? Nichts. Vielleicht doch ein Arschloch-Negger. Nice, guck mal. Das sind fundierte Aussagen. Da musst du erstmal drauf kommen. Oh shit. Er frisst einfach runter bis auf 4. Ja, das ist ein guter Molly. Aber vielleicht too late. Nee, ja, fuck, komm. Nice. Es war echt optimales Movement. Hat er gut gemacht. Jawohl, das Spiel wird mich immer weiter von einem Downrank davontragen. Ah, fuck. 2 Flashes, egal. Du kannst Tickets kaufen in dem Apparello da. Sehr schön, ey. Just wait. Oh. Nein! Stairs? Okay, Stairs, yes. Nice. Da kann man nicht meckern. Purple musste sich so ein bisschen zurückziehen, damit er, falls ich sterbe, auf jeden Fall den letzten killen kann. Und das hat er gemacht, das hat gepasst. Zum Glück ist er direkt auf mich gegangen und nicht erstmal Richtung Jungle und dann eben auf Short Range gekommen, auf die AWP zu. Das wäre vielleicht in die Hose gegangen. Digga, hat schon. Drück in den Header des Todes. Er überlebt einfach. Nein! Okay, der muss aber auch so low. Ich spiele gewesen. Was? Ich hab den Kill nicht bekommen? 6 Assists, ich hab's. Ah, fuck!
Was habe ich nur für ein Pech heute? Wir haben zwar den Sieg eingefahren und ich habe meinen 7. Assist. Ja, nice! Aber ich habe jetzt 2, 3 Begegnungen gehabt, wo ich gerade irgendwas gemacht habe und dann kommt einer. In der Situation, wo der Gegner von überall her hätte kommen können, weil er der Letzte ist und halt rumroamt. Oh Gott, guck dir die Rankverteilung an. Was ist hier los? Also arg viele hört mich dieses Spiel nicht gebracht. Aber ich denke, ich bin auf jeden Fall um einen Lose vom Downrank entfernt. Also ich denke, ich kann jetzt später im Livestream, wir streamen ja später ab 19.30 Uhr wieder, einen Lose reinhauen, ohne dass ich einen Live-Downrank bekomme. Das wäre peinlich. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Naja, es war echt ein edles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Hab mich jetzt richtig gefreut, dass vor allem auch jetzt einfach mal zur positiven Darstellung der Kinder ein sehr junges Mitglied der Menschengesellschaft am Start war und er oder sie auf jeden Fall on point war. Es war edel. Naja, soweit so gut. Komm, schaut euch hier noch ein bisschen mein Quality Inventory an. Manchmal übe ich das Lachen von Reichen, damit mir, wenn ich mal reich bin, das nicht so schwer fällt. Wir lachen reiche, keine Ahnung. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.